Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart Home Vlog. Der Vlog rund um das Thema Hausautomatisierung und ich möchte euch gerne mit diesem Vlog die Hausautomatisierung näher bringen und euch den Einstieg relativ einfach gestalten, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. In der heutigen Folge dreht sich alles um dieses kleine Display hinten, das es ziemlich in sich hat, und zwar ist es ein Buschjäger Free at Home System und auf dieses Display könnt ihr 16 Funktionen hinterlegen. Und das schauen wir uns einfach mal jetzt genauer an und ich bin gespannt auf euer Feedback. Ihr seht jetzt das Display mit den Standardfunktionen, die ich hinterlegt habe. Das Praktische an dem Display ist, dass man einmal die Raumtemperatur steuern kann und das ist auch schon einer der Riesenvorteile. Die Displays sind zwar relativ teuer, ich habe mal geguckt heute, die kosten so um die 370 Euro gerade im Online-Shop. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, anders wie zum Beispiel bei diesen Schaltern hier unten, könnt ihr hier nicht nur, wie bei dem Schalter haben wir hier eine Funktion, wir haben hier noch zwei Jalousien mit hinterlegt, aber bei diesem Display, und ihr seht, wenn gerade keine Funktion angezeigt wird, dann wird die Uhrzeit eingeblendet. Hier habt ihr einfach die Möglichkeit, viel mehr Dinge festzulegen und das ist auch schon ein Riesenvorteil. Also gerade Raumthermostat ist schon relativ teuer. Wenn ihr das von Buschjäger oder Gira kaufen müsst, habt ihr direkt hier mit eingebaut. Ihr seht hier oben das Symbol, das ist die Wetterstation. Derzeit haben wir 11 Grad draußen, es ist kein Regen. Ihr seht, es ist ein bisschen Wind. Und ihr seht hier unten auch noch die Lichtstärke eingeblendet, 4367 Lux. Das sieht man, wenn es draußen bewölkt ist. So, dann seht ihr, ich habe hier die Spots von meinem Büro mit draufgepackt. Hier kann man ein- und ausschalten, plus die lassen sich auch über das Display stufenlos dimmen. Und natürlich auch wieder ausschalten. So, wenn ihr weitere Funktionen aufrufen wollt, dann schiebt ihr das einfach rüber und ihr seht, ich habe hier im Wesentlichen Jalousien draufgelegt, weil es aus meiner Sicht einer der größten Vorteile von so einem Smart Home System ist. Die Rollansteuerung, sowohl halt auch vom eigenen Raum, als auch wenn man hier, seht ihr, die Gruppierung, das sind im Dachgeschoss alle Rollern gleichzeitig, dann mit drauf zu packen. So, man kann statt vier Funktionen auch eine große Funktion, wie in dem Beispiel, das ist jetzt für die Einfahrt, das Licht drauflegen. Oder ihr seht draußen, das ist die Brunnensteckdose an oder die Polleleuchten im Garten. Und 16 Funktionen sind schon viel. Hier oben aus dem Büro raus brauche ich nicht mehr als diese Funktionen. Und ich werde euch in einem anderen Video auch mal vorstellen, was man noch so alles auf so ein Display drauflegen kann. Das ist, wie gesagt, hier meine Empfehlung fürs Büro. Was natürlich auch viele von euch interessiert ist, wie sieht es eigentlich dahinter aus? Und das zeige ich euch mal. Dieses Display ist einfach nur geklemmt. Das ist das Display. Hinten sind die Kontakte drauf. Ihr seht, oben ist der 24 Volt Power Anschluss und darunter ist der Bus Anschluss. Hier ist die Adresse von dem Display. Und das ist die Bezeichnung 6226111, heißt das Weiße. Und jetzt seht ihr, wie der Einbau von diesem Display in der Wand aussieht. Also anders wie bei normalen Schaltern sind es keine runden Dosen, sondern eine quadratische Dose. Ich kann euch aber sagen, ich habe alles hier in diesem Haus selber installiert, habe alle Dosen gefräst und es geht doch relativ einfach. Man nimmt einfach eine ganz normale Dosenfräse, setzt zweimal mit einer runden Bohrung an und dann kann man es rechts wegstemmen. Also es ist jetzt unwesentlich mehr Aufwand, als wie eine normale Schalterdose zu installieren. Ja, und hier seht ihr jetzt wieder die Klemme, die hier hinterlegt ist. Wir haben einmal das 24 Volt Powerkabel fürs Display und einmal den Bus. Und man kommt auch mit den vier Drähten aus, also dem Bussystem. Hier unten steht nochmal Temperatursensor. Man kann auch noch einen externen zusätzlichen Sensor anschließen. Bei Bedarf, was ganz praktisch ist. Wir setzen das Display jetzt wieder in den Einsatz rauf. Und ihr seht, das startet jetzt auch wieder automatisch
initialisiert sich. Und ja, meiner Meinung nach ist das System von Buschjäger Free at Home wirklich sehr benutzerfreundlich und auch sehr einfach zu programmieren, was ich euch auch in einer meiner anderen Videos einmal zeigen werde. Ihr seht, inzwischen hat sich das Display wieder initialisiert und ist in seiner ursprünglichen Konfiguration jetzt wieder sichtbar. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, die Aufgabe des Kanals ist es, euch das Thema Hausautomatisierung näher zu bringen. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich einfach an. Ansonsten freue ich mich darauf, euch auch im nächsten Video wieder spannende Themen vorstellen zu können.